I've been loving the people around me, but so painful. Welcome to Mr. Hilo. So. So, wir sind zurück. Das kommt auf jeden Fall als Video, weil es immer mal wieder lustig ist, wenn es nicht so klappt, wie man es gerne haben will. Wir sind wieder zurück. Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, die Schlacht in Anfalas. Ihr seht, wir haben relativ viel dabei. Wir haben kurz überlegt, ob wir die Schlacht automatisch machen oder Echtzeit spielen, ob wir das Ganze aufnehmen oder nicht. Wir haben uns dafür entschieden, das einfach mal aufzunehmen. Safety first. Vielleicht passiert ja was Spannendes. Vielleicht kann Prinz Brand uns dieses Mal ja vielleicht ein bisschen in Bedrängnis setzen. Wieder mit dabei, Jakob natürlich. Ganz genau. Das war wieder so ein langsamer... So, ich überlege dann immer so kurz, was ich dann sagen soll. Schlimm, gell? Was soll ich dann sagen? Da hast du noch nicht so die Erfahrung. Soll ich dann so Rocky-Bee-Musik machen? So? Nee, bitte nicht. Lass uns einfach. Nee. Drück mal auf Echtzeit hier, jetzt kommt's. Ja, wir gehen mal direkt Echtzeit rein. Gothenburg braucht Truppen. Also Gothenburg ist natürlich neben Schlangenzunge so... ziemlich wacker Held. Ja, das ist ziemlich kacke. Ah, kann man da Schiffe bauen? Nee, ne? Ach, wir hatten noch keine Stadt, wo man Schiffe bauen kann. Wäre aber geil, wenn man hier Schiffe bauen könnte. Ich weiß es nicht. Schauen wir gleich mal. Küstenregion klingt ziemlich nach Schiffe, aber schauen wir mal. Ich weiß, man kann in den grauen Anfurten Schiffe bauen. Aber, oh, wir sind getrennt. Hä? Jetzt warte mal. Soll ich zu dir kommen? Wie du Lust hast. Ich komme zu dir. Juhu! Ich muss mich nicht bewegen. Klasse. Sadele. Aber du eine neue Einstellung. So schaut's aus. Ich kloppe hier mal meine Festung hin. Ist aber schön hier, muss ich sagen. Sieht sehr schick aus. Mhm. Aber es ist, glaube ich, relativ schwierig zu verteidigen, was wir da vorhaben. Ich glaube, es. Ja, ich weiß nicht. Schiffe gehen auf jeden Fall nicht. Nicht? Nee, da baust du deine Festung hin und dann baue ich mal ein bisschen hier oben. Hier. So, was kann denn Gothmog? Orks in Gothmogs Nähe sind gegen Angstdämonen. Die Bösen können doch nur Angst. Also es sind doch die Einzigen, die Angst können. Nee, die Guten können dieses, zum Beispiel was Boromir macht. Oh, Gegner da! Wo, dann baut er neben uns wieder? Nee, du denn nicht. Das hat er nicht, ne? Boah, Gothmog Maschine! Oh, ja, sehr maschinell, was hier so abgeht. Oh nein, du hast da aus Versehen, ja, das wusstest du natürlich nicht. Was habe ich gemacht? Nix, du hast da so ein Gehöft hingebaut, da habe ich meine Festung hingebaut, aber ich brauche es nicht hier. Was habe ich? Alles gut, da rechts, nee, oder war ich das? Hä? Meine Festung hatte ich doch aber schon ewig. Alles gut, nee, alles gut, das war irgendwie komisch. Ich glaube, ich habe mir selbst ein Gebäude vor die Fratz gebaut. Jetzt Gothmog, komm! Mach doch mal, Junge! Alter, das ist der Junge. Der ist, der, ist der? Der ist ja richtig wack. Der ist so schlecht, der ist Digga. Ja richtig, der kann wirklich gar keinen. Ich habe gerade nochmal geschaut, ne? Da geht gar nichts bei dem. Das ist so panne. Ein bisschen laggy ist auch gerade, aber nicht so schlimm, muss ich sagen. Wir gehen hier echt keine Boote, weil wir hier überall so Küstendinger sind. Aber ich sehe nur so ein Boot. Du bräuchst übrigens ein bisschen Platz, um noch irgendwie was zu bauen. Oder? Ja, warte da rechts, der ist über uns. Wollte der da rechts hinten? So langweilig, dass man jetzt sogar schon gähnt. Ja, Entschuldigung, Mensch. Ja, ja. Mann, da gibt es wirklich. Gibt es hier gleich eine Rügung? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was sonst? Aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel gebaut. Kann man nicht ganz links nehmen, kann man nicht. Jo, greif ich nicht. Also, ich race hier gerade mit meinen Jungs ein bisschen nach rechts. Was? Wir sind doch ein paar Wale gestoßen. Bauen wir mal das. So. Ah, hier oben. Wo bin ich jetzt auf Wale gestoßen? Er hat hier gerade irgendwas gesagt von wegen, wir sind doch ein paar Wale gestoßen. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Ach, hier sind wir. Kommt denn hier sowas? Was ist diese Bogenschützen?
vielleicht schafft es Gothmog, die Phalanx abzufangen. Ich traue nicht zu viel zu, aber 4 Phalanx-Einheiten könnte gehen. Was? Wer greift den Baumeister an? Wer greift jetzt schon den Baumeister an? Also ich kriege hier ständig irgendwelche News. Ich krieg auch ständig. Sie haben ein Waaglager entdeckt, sie greifen Baumeister an. Oh nein. Oh! Irgendjemand greift nicht. Ach, das war diese Phalanx. Junge, war das knapp. Dann waren das ja mal doch keine Fake News hier. Keine Fake News? Wieso wird mein Baumeister an? Ja, meine werden auch ständig hier angegriffen. Gar nicht cool. Der Gothmog, der ist wirklich so scheiße. Ein wacker Charakter, ja. Das ist so hart. Mann. Auf sie mit Gebrüll. Auf sie mit Gebrüll. Da läuft übrigens eine Truppe zu dir durch. Sympathisch. Gothmog. Ah, Gothmog hat es unter Kontrolle. Der krasseste Dude überhaupt hat das unter Kontrolle, ja. Boah, one-hitted der hier auch noch. Boah, Maschine, ey. Ich weiß ja gar nicht, was ich davon halten soll. Ich auch nicht. Also einfach nur wow. Was macht der Windschmiede ab? Niemand hat dich abgeschossen. Saruman. Kennst du nicht? Das ist ein ganz, ganz neuer Charakter, der ist echt im Spiel drin. Haben sie reingebracht. Also wo sitzt denn der? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Direkt über uns. Alter, baust du echt in einer Tour, da wo ich was bauen will, irgendwo was hin? Du machst mich aggro, Alter. Ich hab ja gar nichts gemacht. Doch. Wo denn? Vor meiner Festung, diese Orkgrube. Da wollte ich gerade eine Orkgrube bauen. Hinter deiner Festung ist es. Wir haben die Orkgrube ausgehoben. Ja, muy bien. Niemand kann uns trotzen. Ja, bisher ist auch nicht wirklich was hier passiert. Das ist super. Das ist hier, ja, das ist irgendwie, soll ich einfach mal, ich kann eh nicht mehr Truppen ausbilden. Es geht um dich, du musst Truppen ausbilden, ja? Ich habe hier Truppen am Start. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Ja. Ich muss mal ein bisschen manchmal die Cash produzieren. Ich stehe hier mit Waffen mal. Ja, ich hab schon gesehen. Und baller mit ein paar Feuerbällen durch die Gegend. Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Glaube ich dir. Ja, ich bereite mich gerade noch ein bisschen aus. Mhm. Ja? Nach was riecht denn dein Portemonnaie? Dein Laptop. Dein Portemonnaie, ja. Nach Curry-Ketchup. Ich hab's ein bisschen gekriegt. Guck mal, ich meine, wenn die Folge schon so langweilig ist, dann können wir ja auch ein bisschen labern, so über Curry Ketchup auf Portemonnaie. Ich habe gerade eben tatsächlich Curry Ketchup auf meinen Bierbeutel geschüttet und der stinkt jetzt dermaßen nach Curry Ketchup. Jedem das seine, gell? Also gibt Leute, die sprühen sich Schuhdeo in Schuhe und es gibt halt Jakob, der schmiert sich halt ein bisschen Curry Ketchup aus Portemonnaie. Also ich meine, das ist. Ja, das war ein bisschen dumm, aber. Nachvollziehbare Entscheidung, würde ich auch machen, wenn ich Bock auf Curry Ketchup hätte. Ja, so habe ich mein Curry-Ketchup quasi immer dabei. Kann er seine Pommes dran reiben an seinem Portemonnaie? So, Gothmog. Schaffst du es vielleicht, die zu töten, bevor sie mein Gebäude zerstören? Das wäre so toll. Die machen gleich 2 kaputt im Jahr, schafft sie nicht. Ja, jetzt kann ich auch mal ein paar Troops machen, weil hier sind wir kommen so Midland-Dudes. Was sind deine Proben? Los geht's. Geht jetzt easy peasy. Ich verliere leider ein bisschen Shoots, muss ich sagen. Wie? Ja, wir kommen da vorne halt aus allen Richtungen, aus allen. Ja, der Bauer halt nochmal ein paar. Ja, mach ich. Muss mal gucken, wo ich mir hier irgendwelche Sachen hinbaue. So. Du hast dich ja hier 24 Jahre weit nach rechts ausgebreitet und so. Also, ich weiß nicht, ob man überhaupt noch irgendwo auf der Karte. Hey, wer hat da sowas Rotes gebaut? Johann? Was? Rotes gebaut? Hast du da ganz am Ende noch so ein Ding gebaut? Ganz rechts oder was? Ja, ganz was rechts du das? Baue ich jetzt gerade was Rotes. Naja, ich wollte mir gerade schon sagen. Da wurde mir gerade so ein roter Kreis angezeigt. Das kann ich ja gar nicht leiden.
Die plündern unser Lager. Was? Ja, Johann, die plündern mein Lager. Ich mache ein Feuer, ich mache einen Pfeilhagel. Oh nö, da müssen noch gehen, oder? Ja. Naja, drei habe ich erwischt. Passt. Reicht. Ja, ein Saumals. Das ist so krass, ey. Ja, das ist ein krasser krass. Typ. Krasser Typ. Guck mal, hier kriegt er noch Feuerbälle da rein, ey. Macht halt sogar Spaß mit denen. Warum rennen meine Reiter durch Phalanx durch? Das verstehe ich schon wieder sowas von überhaupt gar nicht. Das frage ich mich tatsächlich auch immer wieder. Sind die komplett stupid? Die also, rennen ja schon wieder rein. Einheiten. Was machen die? Warum machen die das? Oh, Bro, Vorsicht denn. Du hast noch genau zwei Stück, ne? Die heilen ja eh nicht. Ja, aber wenn du noch wenigstens den Kommandanten hast. Jetzt muss ich dem auch das Spiel erklären. Jetzt rennen sie wieder rein. Alter, Vater, jetzt ist sie tot, Alter. Ich hab sie extra weggeschickt. Da rennen sie einfach wieder rein. Was ist denn los mit dir? Jetzt machen sie, wenn sie davon jetzt auch nicht machen. Davon ist auch mein Ding kaputt, ey. Mein Gott, schon wieder ab. Ach ja. Ich brauch den Fight ja nicht mal. Meine Expansionspläne. Du musst ja ausbauen hier. Ich bin ja schon dabei. Vier Menschenskinder. Komm, ich lauf einfach mal irgendwo hier hin. Oh, diese Ohrgrube sieht halt echt super eklig aus, ne? Da rührt irgend so ein Typ in so einer Suppe rum. Ohrgrube erweitert. Super. So. Ständig Johann hier mal noch so ein. Ui! Alter, der ist schon crazy. Saumann ist schon geil. Von Pfeilen gespickt geht er zu Boden. Ja, warte mal, bringe die Gegner vorübergehend in deine Gewalt. Was? Wir müssen deine Gewalt bringen. Das ist nicht los. Ja? Das hat ja gar nicht geklappt. Wie lange brauchen der, um diese Attacke da zu machen, ey? Ich kann Gegner in meine Gewalt bringen. Ist ja gemein. Das ist geil. Das hat richtig gut. Was ist los? Hä, der hat da was hingebaut, Johann. Ach nee. Doch nicht. Das ist nur ein Gebäude von dem. Wie viele Karten. Och nö! Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, sie machen da mir von unten die Sachen kaputt tatsächlich. Och nee. Jetzt macht der da was kaputt. Der macht da alles kaputt hier, meinen ganzen Plan. Komm, Gothenburg, lauf! Ach nee, komm. Ach nee. Ach nee. Mit meinen Trupps. Noch ein Gebäude fertig gestellt. Was macht er da unten in deinem Gebäude? Ach nee. Oder? Ja, so ein Arsch. Ja, der Bockmut, der Spacko. Ah. Das ist ja leid. Ich kann nichts dafür, dass das bei dir halt nicht läuft, gell? Das kann ich halt auch nichts dafür. Das sind ja noch mehr. Och nee. Warte mal, wo bist du? Och nee, Juan, der ist jetzt aber auch bei deinem Gebäude rum, ne? Oh, ne, toll! Oh mein Gott! Oh, ich schicke einfach irgendwo irgendwelche Troops rum. Ach Mann, diese Arschgeigen. Die neuen Klingen sind fertig, das würde ich doch gern. Was? Wir brauchen einen neuen Baumeister. Ach, was ist denn hier? Kann man mal, soll ich mal mit. Ja? Das wird irgendwie ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Also, ja, ich baue gerade schon ein bisschen was. Also, ich bin schon mal aus. Ich gehe rauskommen, auf geht's, vergießen wir mal ihr Blut. Zerschmettert sie. Könnte ich hinkriegen. Ja, die kaputt, der Baumeister von den Gegnern macht übrigens genau das gleiche wie wir. Und er kloppt einfach irgendwo irgendwo Gehöfte hin. Du bist schwach. Glaube ich nicht. Ja, das, der Feuerball. Ja. Okay. Männer Harad. Sie überhandeln uns. Sie haben den
toll und jetzt kann ich auch nicht mehr meine Feuerkommandeur-String machen. Weil diese Arschgeigen. Sowas regt mich ja auch schon mit des Todes auf. Was schießen die auf Saruman? Yo, Saruman, wie geht's denn dir? Was soll denn das jetzt? Wenn die jetzt hier in meine Map rein da. Irgendwie ist Saruman ja nicht so krank. Ja, so im Nahkampf so nicht. Wenn er seine Specials macht, dann echt Hut ab, so, aber an sich. Guck mal, der ballert die so weg. Und die haben meistens immer noch Leben, ey. Schwierig. Ja? Und die ist auch immer ein bisschen. Oh, Johann. Was denn? Ja, was macht denn der Saruman? Da sind doch Einheiten hier in meinem Schlachthaus. Jetzt machen sie es wieder kaputt. Ja, so wie Saruman. Saruman steht ganz rechts, Alter. Nee. Doch, der läuft ganz rechts rum. Ja, und guck doch mal, was hier 2 Meter daneben passiert. Ja, boy, ich muss doch erstmal die Bogenschützen kaputt machen, die meinen Saruman angreifen. Was soll ich denn sonst noch machen, ey? Ich lauf dir hinterher und mach deinen Baumeister da weg. Die machen den tot. Ja, der baut soll doch eigentlich was bauen. Ja, bist du tot. Warum hat der das nicht gemacht? Der ist stark, Mann. Der ist stark. Das war eine gute Leistung. Ich kotze ab. Was ist denn? Zeig, zeig. Ich bin easy. Was ein Problem. Ja. Spaß. In den Krieg. So. Guck. Tot. Was denn? Manchmal. Manchmal weiß ich nicht, was der Jäger von mir will. Da kümmert man sich wieder darum, dass bei ihm alles läuft und er kriegt es nicht hin, dass bei ihm alles läuft. Also dann halt, brauchst du Geld. Guck mal, ich schick dir mal ein bisschen Geld. Ja, schickst du mal ein bisschen Geld. Zack hier. Hier komplett alles Geld, das ich überhaupt habe, dir geschickt. Nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr für Truppen. Also ich habe, wir machen ihn jetzt auch gleich platt. Ach wirklich? Bist du da mal so weit oder was? Schön. 130 Kommandeurspunkte. Schön. Die muss ich ja auch irgendwie mal voll kriegen. Alles kümmern hier. Zum Kotzen. Auf, da ist was. Ja, pass auf, da ist was. Immer das Gleiche, Mann. Guck mal, der hat übrigens den Ring. Echt jetzt? Ja, der hat einen Ring da oben, aber der hat keine Festung. Noch mehr Ruhe, meine Festung dümpelt da auch irgendwie noch komplett unverbessert. Ja, ist doch okay. Ja. Hm. Achso, ich habe von der Truppenstärke, wir können angreifen. Ah, jetzt ist man dann soweit, oder? Please was? Open the gate. Ja, mach ich. So, warte mal an. Juhu! Oder soll ich vielleicht nach vorne gehen? Nö. Weil Zwerge haben keine Reiter. Irgendjemand greift schon wieder mal Sägewerke an. Sag mal, wo kommen denn jetzt, sag mal, diese Truppen da mitten in unserer. Die können unten lang. Ja, jetzt ist ja eh schon wurscht. Na los. Ach ja, hat da jemand hier die Ding gebaut oder wie oder was? Mhm, was denn? Die schwarzen Reiter? Ja. Ja, ist schön, macht Spaß. Dachte ich mir, probiere ich mal aus, die Brüder. Ja, moin. Kommst du eigentlich auch oder? Ah ja, bist du schon da. Bitte. Siehst du den roten Knäuel da nicht oder was? Doch, jetzt schon. Menschenskinder. Die haben so viel von mir kaputt gemacht, ich habe da oben so schön viel gebaut. Die Arschgeigen. Vernicht die. Ja, krieg ich hin. Bin ich hier. Oh, da unten wird befallen übrigens. Irgendwie greift jemand deine Sachen. Ja, ja, das ist eigentlich auch wurscht. Wir machen ihn jetzt eh platt. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Macht der Blocker alles kaputt und du bist kurz bevor es passiert, haben sie dich ausgewählt. Kann ja recht gut sein. Da greifen auch, glaube ich, mich und dich an. Ja. Und haben sie uns echt noch besiegt. So. Nee, wir haben da schon alle mehr so. So, Hallen der Krieger. Oh Leute, Alter, ihr schickt ja auch schon wieder gar nichts mehr. Ey. Da schießt euch die ganze Zeit ein Gebäude ab und ihr eiert hier rum. Aber der Ball baut so viele Minen irgendwie immer. Wieso baue ich eigentlich kaputt? Keine Ahnung.
komische Rüsseltierwagen hat er mir auch entgegengeschickt, ey. Fällt mir ja gar nicht. Ist der nicht meine Bogenschützen durchnehmen? Ne? Kann man hier gar nicht mal so irgendwas Cooles machen, aber so ein paar Einheiten, los geht's. Ja, sind so schön, ne? Bäm! Ging schnell, geht immer schnell, weil Saruman ist schon ein guter Typ, muss ich sagen. Das noch kaputt hier. Da schießt wieder so ein blödes Gebäude auf mich. Das kann wohl nicht wahr sein. Machst du jetzt nicht das Belagerungsding kaputt? Nein, ich glaube, das Belagerungsding ist das letzte, was wir kaputt machen müssen, dann sind die Besuch. Aber gut, dann halt nicht. No. So, rennt er erst noch weg hat von dem anderen. Hat mich genervt. Okay, jawohl. Noch 17 Rundenschlag, ey. Wunderbar, das war wieder richtig langweilig. Warum ist das gerade so langweilig? Oh, aber da haben wir vor allem den Regen der Forst auf den Sack bekommen, ne? Das ist ganz schön komisch. 382 vernichtete Einheiten, minus 1680. Vielleicht können wir das schnell automatisch machen, den Helmsklamm. Ich habe echt Zeit gedrückt. Sehr gut. Ja, nein, aber ich nicht. Aber natürlich habe ich automatisch gemacht. Sieg! Mal wieder, es war ziemlich überlegen. Ja, sonst war es das wieder. Dann machen wir mal ganz kurz wieder Farbe beenden, schauen uns mal an, was passiert ist. Also nicht wirklich was passiert. Die Gegner mussten sich wieder zurückziehen. Ich bin ja noch gespannt, was da oben passiert, muss ich ehrlich gestehen. Irgendwie haben sich auch voll viel von den Gegnern zurückgezogen. Ja, und jetzt stehen die irgendwie da hinten rum. Da hinten bilden die locker richtig komische Armee, bilden die da hinten aus. Am Ende werden wir komplett überrannt. Naja, das wär's mal wieder. Dann machen wir noch ein paar Zugphasen, denke ich. So. Dann schicke ich Lutz in die Gundabad-Berge hoch. Und Saruman schicken wir auch weiter. Und theoretisch können wir die Truppen, die wir in Rohan haben, rüberschieben und mit denen hier in die Pfad rein. Und dann müssten wir eigentlich einigermaßen sicher schon stehen für fürs Weiterkommen. Wir sehen, wir können keine Helden mehr ausbilden. Ansonsten passt das. Dann gucken wir noch mal, was in der automatischen Phase beendet. So, die habe ich da hoch, den haben wir da. Geh nochmal aus Helms Klamm mit dem Dude raus. Ja. Und zieh deine Truppen aus Rohan nach Helms Klamm. So. Sind wir soweit? Ich habe Phase beenden gedrückt. Okay, dann haben wir erstmal, die können wir eigentlich automatisch machen. Ja, die können wir echt automatisch machen. Also. Die nochmal automatisch. Das ist ja ein Witz. Ja, das ist ein Witz, ja. Nicht mal Einheit verloren, glaube ich. Nutzen wir das, das kann aber jetzt nicht sein, dass es jetzt hier so leicht geht. Also das wäre echt irgendwie enttäuschend. Also dann haben wir hier einmal automatische Schlacht in Helms Klamm. Sieg, alle Feinde haben sich zurückgezogen. Brand stirbt sogar. Also Brand ist ja echt komplett also Brand, lost. Brand ist wirklich komplett wack unterwegs. Ja, so, dann haben wir das. Aber oben haben wir dann auf jeden Fall die Echtzeitschlacht für die nächste Folge, denke ich mal. Ja. Gegen drei Gegner. Gundabad-Berge ist auch eine kleine Map. Mit, ich glaube, maximal 480 Kommandeurspunkten. Das heißt, das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, weil wenn jeder gleich viele Kommandeurspunkte ausbilden kann, dann, naja, die sind zu dritt und wir nur zu zweit. Wer gut in Mathe ist, merkt, die haben auf jeden Fall mehr Truppen als wir. Ja, schauen wir mal, was da so zustande kommt in der nächsten Folge. Bis dahin wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo und ein Like da. Jakob, was hast du zum Abschied zu sagen? Bis zum nächsten Mal. Das ist auf jeden Fall sehr lieb. Macht's gut.